würde mal sagen, das kommt, dann kommt gleich unser erster Bosskampf. Also der eine war ja ganz am Anfang, ne? Ganz, ganz leicht verkackt. Dann haben wir hier mit unserem ersten Bosskampf gegen den Daimyo. Kommt's? Kommt's? Kommt's nicht? Aber weil wir noch so... wir sind noch so neugierig, ne? Wir gucken uns erstmal um. Hier könnte nämlich noch was zu finden sein. Denn ein Schweinsnäschen haben wir nämlich noch nicht gefunden. Hier gibt's nichts. Na, dann denke ich mal, hier gibt's echt nichts. Kann man da... hier kann man nichts machen. Gar nichts machen. So, dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Komm rein. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das wundert... Oh. Jetzt dachte ich, ich könnte springen und habe aus Versehen es weggeklickt. Sorry! Warte, komm, können wir das gerade nochmal machen? Ganz kurz. Ich würde euch das noch anhören lassen, deswegen. Lenke, Pfeile mit... Ja gut, dann machen wir das ganz schnell nochmal, ne? Aber... aber das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich euch das dummerweise weggecuttet. Tut mir echt leid. Als Strafe für mich mehr oder weniger. Ja, auch für euch tut mir echt leid. Das kann man machen, ganz normal, ganz normal. Währenddessen erzähle ich eine kleine Geschichte. Und zwar... ich habe keine Geschichte auf Lager. Wunderbar. Ich hätte aber eine Info, die ich euch geben könnte. Ah, Kubi schreibt mir. Der Sack. Ja, da haben wir schon eine kleine Geschichte. Ich war vorhin kurz das Essen und haben wir alles gehört. Also kann ich währenddessen weiterreden. Und er hat geschrieben, jetzt geht er erstmal Alice aufnehmen. Wenn ich die Zeit hätte. Mich am Arsch. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Der Königin... okay. Vielleicht sieht er eine Endboss oder sowas. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Mutter? Jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Das ist ganz schön viel. Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult. Irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüsse, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und
Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konnt sie doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste kann er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Krasse Story. Ah, er ist eine Ratte oder sowas, ne? Also, was ich sagen wollte, noch. Ja, bevor ich es nicht weiß. Ich bin ein bisschen... Ich glaube wieder scheiße. Bevor ich es vergesse, ja, ihr habt ja eben gesehen, CubeSide hat mich angeschrieben, ne? Genau. So ein kleines Spaßding, denn ich habe ihn vorher in der Aufnahme, er spielt nämlich auch Alice Manus Returns, ich habe ihm einfach so mal in die Aufnahme reingeschrieben, so Hallöchen! Und ja, das hat er mir, glaube ich, zurückgegeben. Weil er sieht, dass ich es auch zocke. Ui, Alice bricht zusammen. What? Ist ja alles schräg. Was geht jetzt ab? Ich bin im Gefängnis. Okay. Was geht hier ab? Ja gut, laufen wir mal durch, ne? Ein Herzeingang. Zeichen, das ganz leicht darauf hinweist, dass die Herzkönigin hier was treiben was hat. Das sieht mega krank aus, ey. Jetzt sind es Tentakel geworden. Okay. Leicht creepy. Ganz, ganz leicht creepy. Wir sind schon in Kapitel 4. Oder kommen gleich in Kapitel 4. Uiuiui. Was ist das denn? Sieht aber geil aus. Schloss im Himmel aus Karten. Das sieht ja mal mega geil aus. Ich hab's gehört. Heinznase. Wo ist sie? Ich hab's gehört. Wo ist sie? Über mir? Die müssten wir doch... Überall hier. Boah, das ist ganz schön dunkel. Geschafft. Hier auf die Kreuz 5. Da. Weil es viel zu offensichtlich wäre einfach. Ja, Herzass, das ist genau passend. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen. Mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner. Fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Okay. Ja, geil, wie sich das alles zusammenstellt. Ui. Okay. Ich weiß auch leider nicht, wo ich lang muss. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwas verpasst habe. Da hätten sie noch Zähnchen. Ja, ich habe bestimmt was verpasst. Boah, da
muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, ich bin mir sicher, da hinten habe ich eine Erinnerung verpasst. Ah, da hinten schimmert's. Das ist ein... Oh, das ist jetzt schade. Das ist jetzt echt schade. Oh Mann. Oh. Ah, cool, weißt du, das kommt halt erst, wenn ich da stehe. Das ist Kartenhaus. Oh, es hängt wieder. Opa. Manchmal hakt sich eine Taste im Spielverlauf fest. Wir haben bald 3000. Aber wie gesagt, wir warten auf die nächste. Oh, da kann man nicht drüber. Wir warten auf die nächste Waffe, die wir kriegen. Die sollten wir schnell kriegen. Ich frag mich, was es sein könnte. Ich frag mich echt. Ja, von den Standardwaffen, was gibt's denn was? Wir haben einen Hammer. Wir haben, also grob, wir haben einen Hammer. Wir haben etwas, das bogenartig schießt, also mehr oder weniger. Das ist ja so eine MG. Wir haben, eine Kanone. Wir haben eine Bombe, eine Tic-Tac-Bombe. Was gibt's noch, aber... Ich würde jetzt selbst nicht direkt was einfallen. Okay, das geht so auf. Na no, und wir checken erst noch hier alles ab. Was bringt das hier? Hm, wird nicht angezeigt. Vielleicht ist es auch was, was wir nicht jetzt auf den ersten Blick sehen. Das hatten wir schon mal. Okay, das ist also das hier. Wir gucken jetzt aber mal alles. Da kann man nett runterfallen. Nett runterfallen. Fläschchen. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Ich glaube, der hat Leid auch falsch ausgesprochen. Nämlich, glaube ich, Lethe gesagt oder sowas. Zwei Schaltern, okay. Gut, dann wissen wir, was wir machen müssen. Einmal zack, das hier. Dann springen wir schnell da drauf. Und dann gucken wir mal. Ja, kann hochgehen. Dann kommen wir hier drauf. Yay. Von hier aus können wir dann darüber. Aber was wir vorher machen... Natürlich, denn wir sind ziemlich, oh mein Gott, was war das denn? Man könnte jetzt auch dumm sagen. Ich glaube nämlich, dass es ja geholfen hat. Zwei Zähnchen gekriegt. Naja. Bringt uns nichts, wir müssen erstmal hier hin. Zack, drauf, wunderbar. Rüber. Hier drauf gewesen. Um die Ecke rum habe ich gesagt. Und dann war das irgendwo direkt hier. Ich hätte vorher gucken sollen, ne? Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gelootet haben schon. Das war jetzt unklug von mir. Aber da die Flasche hier fehlt, denke ich mal, dass das genommen worden ist. Zack drauf. Und auf. Wir sind zu weit gesprungen, Freund.
wir sind halt echt zu weit gesprungen.